Nicht Schwätze, schaffe, sagt die Frau Pagel-Steidl, die Jutta. Und genau das ist das Motto in diesem Jahr, meine Damen und Herren, hier in Baden-Württemberg für unsere FDP. Die Alpen haben wenig Schnee. In Berlin gibt es nur verbotene Diskussionen. Die Deutschen meistern sich zum Musterschüler des Wegdrückens vor den globalen Herausforderungen. Und wir? Wir sind die Liberalen im Land, in dem es sonst nur Verteilerparteien gibt, die gerne total betroffen sind, wenn man mal Kante zeigen muss. Wir, das sind die Freien Demokraten, die seit 70 Jahren in diesem Heimatland Baden-Württemberg den Hund korrigiert haben, wenn er nicht mehr wusste, wo er langwedeln soll. Und wir in diesem Saal lassen uns eben nicht müde belächeln, weil wir jetzt mal keine 14% bei den Wahlen erreichen. Wir, meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, wir, das ist inhaltliche Diskussion zum Wohl unserer Gesellschaft. Dafür stehen wir in der Vergangenheit und auch heute. Ein Jahr der Selbstbehauptung liegt hinter uns. Meine Damen und Herren, wir haben über 260 Gemeinderatsmandate wieder gewonnen. Wir haben über 100 Kreistagsmandate wieder gewonnen. Und dass wir es geschafft haben, in einer Lage, wo der Wind von vorne kam, dieses Ergebnis zu erzielen, ist ein großer Erfolg. Das ist die kommunale Basis. Wir haben die Fraktionsstärke in den Großstädten Karlsruhe und Stuttgart und Pforzheim und Reutlingen und Heilbronn wiedergewonnen und in Heilbronn sogar mit 10% eine Basis, auf der wir aufbauen können. Und ich danke all denjenigen, die das erkämpft haben vor Ort, meine Damen und Herren, die Kandidatinnen und Kandidaten, die Wahlhelfer. Ermutigend ist, dass wir auch dort, wo wir zum ersten Mal angetreten sind, wie zum Beispiel in Oberteuringen am Bodensee oder auch in St. Johann auf der Schwäbischen Alb, dass es uns da gelungen ist, auf Anhieb FDP-Gemeinderäte zu gewinnen. Es geht doch, und es waren häufig die jungen Liberalen, die als Triebkräfte das organisiert haben. Einer von euch, liebe Julis, ist gewählt worden, Benjamin Strasser, der neue Kreisvorsitzende auch in Ravensburg. Macht weiter so, diese Tatkraft brauchen wir. Und in St. Johann, ja, ein Applaus für unsere Julis. Die Julis, unsere Antreiber als Jugendorganisation und bei ihnen lange Zeit Florian Bauer, gewählt in St. Johann auf der Schwäbischen Alb, sofort im Gemeinderat, stellvertretender Bürgermeister, ehrenamtlich. Er kandidiert jetzt zum Bürgermeister. Wir wünschen dir alles Gute, lieber Florian, du kannst es schaffen. Und wir gratulieren Achim Walter, der gewählt wurde zum Bürgermeister in Obrigheim. Liberale können noch Wahlen gewinnen. Herzlichen Glückwunsch. Was also ist die Botschaft der Kommunalwahl? Dort, wo wir vor Ort präsent sind, meine Damen und Herren, liebe Freunde, genießen wir das Vertrauen der Menschen. Die FDP muss unten da sein, dann wird sie auch oben da sein. In schwierigster Zeit haben wir für unseren Landesverband Baden-Württemberg auch das Mandat im Europäischen Parlament verteidigt. Wir haben als Landesverband wieder das beste Ergebnis bundesweit erreicht. Ich möchte an dieser Stelle als Ihr Spitzenkandidat mich bei Ihnen allen danken. Der Wind kam von vorne, aber wir haben gemeinsam gekämpft und wir haben es geschafft. Vielen Dank für euren Einsatz. Mit Alexander Graf Lambsdorff, Gesine Meissner und mir sind wir in der neuen ALDE-Fraktion gut aufgestellt. Dass wir mit Alexander Lambsdorff einen der beiden Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments stellen. Dass wir mit Gesine Meissner und mir zwei Koordinatoren der ALDE-Gesamtfraktion stellen. Das ist ein Zeichen der Wertschätzung. Und meine Damen und Herren, Liberale in Europa sind Wahlsieger. In Belgien, in Estland. Wir stellen 12 Regierungen von 28 Mitgliedstaaten. Wir sind mit 5 Kommissaren in der europäischen Regierung beteiligt. Wir wirken als viertgrößte Fraktion im Europäischen Parlament direkt an der europäischen Gesetzgebung mit, meine Damen und Herren. Hier sind Liberale notwendig. Und wenn wir in die anderen europäischen Länder blicken, dann blicken wir vor allen Dingen in die Niederlande, meine Damen und Herren, zur liberalen Schwesterpartei D66.
Die war bei Umfragen bei 0,5%. Dann haben sie sich hochgerappelt. Dann haben sie die Bürgerinnen und Bürger und ihre Anliegen aufgenommen. Und jetzt bei der Europawahl mit einem klar marktwirtschaftlichen, mit einem klar proeuropäischen Kurs haben sie 15,5% erzielt und sind in 9 von 13 Großstädten stärkste Partei. Die 66 und der Blick in die Niederlande zeigt, auch wir in Baden-Württemberg, auch wir in Deutschland können es schaffen, meine Damen und Herren. Wir sind weltoffen. Wir sind proeuropäisch. Wir sind marktwirtschaftlich und bürgernah. Und deshalb ducken wir uns auch nicht weg in der aktuellen Diskussion um die Demonstrationen für, von und gegen Pegida. Ich habe gerade gelesen, dass Wolfgang Kubicki jetzt zu Pegida-Demonstrationen gehen soll. Jetzt wird es gefährlich für euch, Pegida-Demonstranten, wenn Wolfgang Kubicki zu euch kommt. Aber ganz klar ist, meine Damen und Herren, wir reden mit den Bürgerinnen und Bürgern, wir nehmen ihre Sorgen und Nöte ernst. Aber wir sollten an der Stelle auch niemandem auf den Leim gehen. Denn diejenigen, die jetzt bei Pegida das große Wort führen, für was stehen die eigentlich? Was heißt eigentlich Pegida? Patrioten Europas gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ja, wenn ich das schon höre, es heißt Patrioten Europas, es heißt nicht europäische Patrioten. Das sind keine Europäer, das sind Nationalisten. Mit der Formulierung des Abendlandes, ja, was schwingt da mit? Abendland auf der einen Seite, Morgenland auf der anderen Seite, das schwingt doch mit. Das ist doch eine Begrifflichkeit aus der Zeit der Kreuzzüge. Da kann man doch nicht davon ausgehen, dass die Drahtzieher der Pegida-Demos nicht ganz bewusst mit ausländerfeindlichen, mit islamfeindlichen Ressentiments spielen würden. Wer das nicht sieht, der hat doch nichts begriffen. Gegen die Islamisierung des Abendlandes, so als ob es diese Islamisierung überhaupt gäbe und der nächste Kreuzzug organisiert werden müsste. Damit wir uns nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, die Welt steht in Flammen. Und dabei ist die Europäische Union, die so viel gescholten wird bei Diskussionen in Deutschland, doch ein Hort relativer Stabilität. Und diese Europäische Union, die wir aufgebaut, die wir gestaltet haben als Liberale, diese Europäische Union, die ist doch umgeben mit einer Reihe von Konflikten, wie in einem Halbkreis, in einer Sichel reihen sich diese Konflikte von der Ukraine über Afghanistan, über den Irak, über Syrien, mit Dschihadisten an der Grenze zu Israel auf den Golanhöhen, über den Gaza-Krieg mit Raketenbeschüssen auf Israel und der nicht immer verhältnismäßigen Antwort der Israelis, über Ägypten mit Tausenden von Todesurteilen und Menschen in Gefängnissen, über Libyen mit einer Regierung auf einem Schiff, die im Land praktisch nichts mehr zu sagen hat, bis nach Mali. Nein, die Infiltration islamistischer Dschihadisten in der Subsahelzone kann uns nicht gleichgültig sein. Und wenn Menschen in diesem Land Angst haben vor der weltweiten Situation, wenn die Menschen darauf deuten und sagen, ja, es gibt ein Flüchtlingsproblem, dann müssen wir sagen, ja, es gibt ein Flüchtlingsproblem und das ist vor allen Dingen in den Krisenländern selbst, meine Damen und Herren. Nehmen wir den Libanon, eine Gesellschaft immer wieder am Rande auch des Zusammenbruchs. 4,5 Millionen Einwohner, über 1 Million Flüchtlinge haben die Libanesen in ihrem Land aufgenommen. Und ich kann an dieser Stelle und vor den Dimensionen der Probleme, die hier zu bewältigen sind, nur feststellen, angesichts dieser Solidarität der Libanesen kann bei uns in unserem Land keiner sagen, in Deutschland sei das Boot voll, meine Damen und Herren. Liebe Freunde, für Liberale ist klar, wir stehen für Freiheit, Demokratie, wir stehen für Menschenrechte. Und wir nehmen die Verantwortung für Menschen in Not wahr. Was Papst Franziskus vor dem Europäischen Parlament gesagt hat, das stimmt. Europa darf sein Erbe nicht vergessen. Und meine Damen und Herren, der Landesvorstand der FDP Baden-Württemberg beantragt deshalb heute eine Resolution, in der wir ganz klar
Position für Freiheit und Menschenrechte beziehen. Ich darf Ihnen den Text kurz vorlesen. Die FDP Baden-Württemberg steht für ein offenes und tolerantes Land. Deshalb lehnen wir eine undifferenzierte Diskussion um die Aufnahme von Flüchtlingen durch extreme politische Kräfte deutlich ab. Wir machen den Hass nicht zur Leitlinie unserer Politik. Wir unterstützen deshalb klar die Anliegen derjenigen, die ein Zeichen für Weltoffenheit, Demokratie und Rechtsstaat setzen. Das war der Antragstext, der wurde aber noch verändert. Der genaue, endgültige Text, der liegt Ihnen aus. Wir bitten nachher, dass wir zu Beginn des Parteitages diese Resolution in abgeänderter Form noch verabschieden und damit ein ganz deutliches Signal nach außen setzen. Wir, die FDP, sind und bleiben die Partei der Demokratie, der Freiheit und der Menschenrechte, meine Damen und Herren. Liebe Freunde, wir sind offen für Fortschritt. Wir handeln aus Liebe zur Freiheit. Wir wollen faire Spielregeln, das heißt für uns liberaler Rechtsstaat und soziale Marktwirtschaft. Auf europäischer Ebene, meine Damen und Herren, heißt es ganz konkret, dass der liberale Rechtsstaat in letzter Konsequenz auch so stark sein muss, dass er Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen auch vor der Marktmacht technischer quasi Monopole schützen kann, wie es Google und Facebook derzeit zu sein scheinen. Der wirksame Schutz unserer persönlichen Daten ist ja in Zeiten von Big Data zur zentralen Freiheitsfrage des 21. Jahrhunderts geworden, wie der jüngste Angriff auf Sony gezeigt hat. Und deshalb fordere ich von dieser Stelle auch die schwarz-rote GroKo in Berlin auf, dass sie endlich dafür sorgt, dass die EU-Datenschutz-Grundverordnung im EU-Ministerrat verabschiedet wird. Das Europäische Parlament ist, was den Datenschutz angeht, auch auf Drängen der Liberalen schon viel weiter als die Mitgliedstaaten. Hier muss die Bundesregierung endlich handeln, meine Damen und Herren. Wir sind die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft heißt Wettbewerb. Soziale Marktwirtschaft heißt offene Märkte, heißt Innovation, meine Damen und Herren. Und soziale Marktwirtschaft heißt auch Freihandel. Freihandel, meine Damen und Herren, ist die Grundlage unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Das muss man doch in einem Exportland wie Baden-Württemberg niemandem erklären. In einer Exportnation wie Deutschland wäre man ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man nicht für Freihandel eintreten würde. Und deshalb, wer in einem rohstoffarmen, exportabhängigen Land länger den Linken und den Grünen es durchgehen lässt, dass sie den Freihandel madig machen, indem sie Stimmung machen, indem sie Ängste schüren, indem sie Dinge behaupten, die nicht stimmen, der sägt den Ast ab, auf dem wir sitzen. Wir sind für den Freihandel und deshalb auch für das Freihandelsabkommen mit den USA, meine Damen und Herren. Tja, und wo ist da die Bundeskanzlerin? Die Bundeskanzlerin müsste ja mal ihr beredtes Schweigen in dieser Frage endlich beenden. Die müsste ja mal kämpfen für dieses Freihandelsabkommen mit Argumenten, dass die Dinge nicht stimmen, die da behauptet werden. Da könnte man sagen, dass das Freihandelsabkommen mit Südkorea 25 Milliarden zusätzliches Handelsvolumen gebracht hat. Ja, und Baden-Württemberg, die Landesregierung, die spricht mit gespaltener Zunge. Der Neil Schmidt ist für TTIP, der Ministerpräsident ist dagegen, fährt in Brüssel, führt er Gespräche, wo er Bedenken äußert und in Aussicht stellt, dass die grün-rote Landesregierung im Bundesrat gegen das Handelsabkommen abstimmen will. Ja, meine Damen und Herren, wo gibt es denn sowas? Jeder zweite Arbeitsplatz in Baden-Württemberg hängt am Export. Wir haben eine Exportquote von 43%. Das sind nicht nur unsere Automobile, das sind die Maschinen, die Anlagen, die Zuliefererprodukte. Ja, meine Damen und Herren, da müsste doch der Ministerpräsident, der Lord Siegelbewahrer des Freihandels sein. Der müsste doch rausgehen und für Freihandel kämpfen und nicht länger im Bremserhäuschen sitzen. Wir sind für Wettbewerb. Wir sind für Steuerwettbewerb. Allerdings, meine Damen und Herren, muss der Steuerwettbewerb fair sein. Ja, dass es Steuervermeidungsmodelle in Luxemburg gibt,
Ich glaube, das hat niemand verwundert. Hätte man die Bürgerinnen und Bürger vor der Europawahl gefragt, ob Liechtenstein und Luxemburg eine Steueroase sind, da hätten wahrscheinlich 80% gesagt, naja, klar, das ist so. Aber meine Damen und Herren, das, was jetzt durch die Enthüllungen von LuxLeaks, also durch die Enthüllungen des Netzwerks investigativer internationaler Journalisten ans Tageslicht gekommen ist, das schlägt dem Fass den Boden aus, weil es ein Ausmaß erreicht hat, das sich niemand wirklich vorstellen konnte, meine Damen und Herren. Und deshalb muss das aufgeklärt werden. Und es ist bezeichnend, dass der von mir im Europäischen Parlament vorgeschlagene Sonderausschuss ausgerechnet von Sozialdemokraten und Christdemokraten abgelehnt worden ist. Das müssen wir mal bekannt machen in Deutschland, da spielen die sich auf. Und im Europäischen Parlament, da sitzen sie an der Bremse, meine Damen und Herren. Wenigstens habe ich erreicht, dass es zwei Sonderberichte gibt. Und als einer der Sonderberichterstatter zur Aufklärung von LuxLeaks sage ich Ihnen zu, wir werden genau hingucken, wir werden das aufklären, denn es kann doch nicht sein, dass der Handwerksmeister, dass der Normalbürger, dass der kleine und mittlere Unternehmer hier in Deutschland redlich seine Steuern bezahlt und der internationale Großkonzern mit windigen Modellen rechnet seine Gewinne praktisch auf Null, transferiert mit Verrechnungspreisen und Lizenzgebühren dann die Gewinne steuerfrei ins Ausland. Das mag legal gewesen sein, aber legitim ist es nicht, meine Damen und Herren. Ja, und nebenbei bemerkt, meine Damen und Herren, liebe Freunde, Steuerfachleute sehen in der deutlichen Vereinfachung des Steuerrechts mit niedrigen und transparenten Steuersätzen ein wesentliches Instrument für mehr Steuergerechtigkeit. Da kenne ich auch eine Partei, die das jahrelang immer gesagt hat. Und deshalb sollten wir die Chance ja auch nutzen, dass man die Steuerschlupflöcher durch eine Reform des Steuerrechts bekämpft. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick darauf, dass von den 28 Mitgliedstaaten offenbar 22 sogenannte Steuervorabsprachen anbieten und praktizieren, ist es doch geradezu ein doppelter Skandal, dass dem Normalbürger und der mittelständischen Wirtschaft in Deutschland seit Jahren eine deutliche Steuersenkung und spürbare Steuervereinfachung vorenthalten wird. Wenn man Frau Merkel, ja, wenn man der CDU-CSU in der Großen Koalition, und wer stellt denn den Bundesfinanzminister? Der kommt doch aus Baden-Württemberg, der Wolfgang Schäuble. Wenn man der Frau Merkel und der CDU-CSU in der Großen Koalition etwas vorwerfen muss, dann ist es doch eines. Für kleine und große Wohltaten wurde Geld ohne Ende ausgegeben, aber für eine ganz kleine Verbesserung der Leistungsgerechtigkeit, nämlich für die Abschaffung der kalten Progression, sagt man, man hat kein Geld, das kann glauben, wer will. Wir glauben das nicht mehr, meine Damen und Herren. Im Blick auf Berlin erhält man ja sowieso den Eindruck, dass Frau Merkel und ihre GroKo das Regieren eingestellt haben. Kommentatoren wie etwa Cicero sprechen von Merkels verlorenem Jahr. Statt die überwältigenden Gestaltungsmehrheiten im Bundestag zu nutzen, einigt man sich in der GroKo stets auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und feiert den großen Koalitionserfolg. Mütterrente, Rente mit 63, Erwerbsminderungsrente, Geld ausgeben ja, Strukturreformen zur Zukunftssicherung nein. In der SPD geben die Umverteilungspolitiker den Ton an, in der CDU pragmatische Besitzstandswahrer, denen es vor allen Dingen offensichtlich darum geht, um jeden Preis an der Regierung zu bleiben. Ja, meine Damen und Herren, gehen Sie doch raus und beschweren Sie sich mal bei der FDP. Da sind Sie im Augenblick in einer besseren Warteschleife als bei der Ummeldung Ihres Telekom-Antrags. Übrigens, urliberal, kurze Warteschleifen als Chance nutzen, das werden wir auch in Zukunft machen. Wir werden auch in Zukunft keine Callcenters brauchen als Liberale, um liberale Antworten an die Bürgerinnen und Bürger zu vermitteln, weil unsere Gespräche klar zielorientiert sind und aus der Mitte der Gesellschaft kommen.
Wie ist es denn? Die Großkoalitionsparteien versuchen der Gesellschaft zu erklären, wie sie am besten zu den Parteien kommt. Deshalb nennen sie sich ja auch Volksparteien. Volksparteien wechseln mal das Führungspersonal, dulden allerdings keine Flügel und vor allen Dingen keine Wirtschaftsflügel. Es gibt weder bei der CDU noch bei der SPD jemand, der den Menschen Flügel verleihen will. Nur wir und Red Bull. Meine Damen und Herren, Red Bull setzt Akzente im Sport. Beim Aufbau etwa eines Bundesliga-Clubs in Leipzig, bei der Finanzierung eines neuen Fußballstadions. Alle aus den Volksparteien maulen, wen du hörst. Das kann nicht sein, eine Firma kauft einen Fußballclub. Tja, aber klar ist doch eins, was soll Leipzig eigentlich machen, wenn sie in der Bundesliga mitspielen wollen? Die haben doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Fortführung einer sozialistischen Spartakiade, subventioniert von der GroKo bis irgendwann mal das letzte Geld aus ist, oder ein privater Investor wie Red Bull, der reingeht, der das Stadion mit privaten Mitteln weiter ausbaut. Also, ich sage auch an alle, an die Adresse aller, die für private Sponsoren sind, mir ist es recht. Mir ist es recht, dann investieren meine Steuerzahler lieber in den eigenen Regionen als über die Steuerzahlungen in die Spartakiaden der Großen Koalition. Und Sie können sich ja vor Ihrem inneren Auge schon mal die leichtfüßigen Tänzer Kauder, Gabriel, Gröhe und Altmaier vorstellen, wie die durch Tanzreifen auf den Rasen im Leipziger Zentralstadion springen, bunte Bänder der Steuernachlasskurven nach sich ziehend. Meine Damen und Herren, gehen Sie doch mal auf YouTube. Gehen Sie doch mal auf YouTube, da gibt es das Ganze in Farbe und auch in Schwarz-Weiß. Sieht super schick aus, bringt aber unsere Gesellschaft bestimmt nicht weiter. Aber Spaß beiseite. Würde Finanzminister Schäuble sich endlich auf eine echte Steuerreform, vor allen Dingen auf eine Steuervereinfachung konzentrieren, wäre das immer noch die beste Wirtschaftspolitik für den Mittelstand, meine Damen und Herren. In dieser Hinsicht sind die Unionsparteien in der Großen Koalition Vollversager. Ja, wo ist er denn, der Wirtschaftsrat, meine Damen und Herren? Wo sind denn die Vertreter der Mittelstandsvereinigung? Die machen dicke Backen, die blasen sich auf. Einmal im Jahr vor dem Bundesparteitag reißen sie die Klappe auf. Und wenn dann ein bisschen Gegenwind aus dem Kanzleramt kommt, dann hissen sie die weiße Flagge. Mit solchen Leuten kann man keine Mittelstandspolitik machen, meine Damen und Herren. Steuervereinfachung, Steuersenkung, Bürokratieabbau scheitern doch nicht daran, dass es nicht geht, sondern dass man es nicht will. Und deshalb werde ich zu Beginn dieses Jahres, das habe ich mir fest vorgenommen, einem der letzten unerkannten Altersliberalen in Wolfratshausen in Bayern einen Aufnahmeantrag der FDP schenken. Denn Edmund Stoiber habe ich in Brüssel im Kampf gegen falsche Bürokratieentwicklungen erlebt. Da muss ihn doch im Hinblick auf die GroKo mit der Altersweisheit eine Chance zum Eintritt in die Liberalen stolz machen. Zumindest, meine Damen und Herren, soll später nicht heißen, wir hätten uns im Süden Deutschlands nicht um ein einziges Schäflein gekümmert, das ohne einen Hirten durch die Lande läuft. Ja, liebe Freunde, ohne FDP fehlt im Deutschen Bundestag die Stimme der wirtschaftlichen Vernunft. Ohne die FDP fehlt im Deutschen Bundestag die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Ohne die FDP fehlt im Deutschen Bundestag der Anwalt, die Anwältin der Familienunternehmen, des Handwerks, des Mittelstands, der kleinen Leute. Ja, von den Linken haben wir ja da auch nichts erwartet. Oder ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Die Linke, die hängt ja immer noch sozialistischen Utopien nach. Und das 25 Jahre, nachdem die DDR und die Planwirtschaft vor 25 Jahren krachend in die Knie gegangen ist. Ja, und die Grünen? Die Grünen bleiben bei allen verbalakrobatischen Verrenkungen in ihrem Programm tief in der Verzichts- und Verbotsideologie verhaftet. Da halten sie mal einen Freiheitskongress ab, aber eine Schwalbe macht ja noch keinen Sommer. Ja, dann nennen sie sich jetzt Wirtschaftspartei. Aber man muss halt auch eine sein. Und meine Damen und Herren, die Grünen, die wählen jetzt mit der Rumpf-SPD in Thüringen den ersten linken Ministerpräsidenten ins Amt und damit
einen Vertreter der Nachfolgerpartei der SED, die für die Verfolgung, Inhaftierung und Ermordung politisch Andersdenkender in der sozialistischen Diktatur genauso verantwortlich war wie für den Schießbefehl an der Berliner Mauer und entlang der deutsch-deutschen Grenze. Ich finde, das verrät mehr über die innere Einstellung der Grünen zu Freiheit und Bürgerrechten als alle ihre Parteitagsbeschlüsse. Freilich muss man ja nicht nach Thüringen gehen, um die Grünen zu erleben. Gerade hier in Baden-Württemberg zeigt die grün geführte Landesregierung, dass es hier eben nicht darum geht, dass jeder nach seiner Fassung glücklich werden kann. Vielmehr geht es ihr doch darum, die Menschen im grünen Sinne umzuerziehen. Da wird der Nationalpark im Nordschwarzwald, lieber Tim Kern und lieber Uli Rülke, gegen den erbitterten Widerstand der Menschen durchgepeitscht, so als ob dieses einmalige Naturerlebnis Schwarzwald nicht von den Menschen dort über Jahrhunderte hinweg gepflegt worden wäre. Da wird bei der Novelle der Landesbauordnung die Zwangsbegrünung, ich habe fast Zwangsbesamung gelesen, aber das gibt es woanders, die Zwangsbegrünung von Häuserfassaden verankert und vorgeschrieben, dass Fahrradständer künftig überdacht werden müssen. Und wie sich der grüne Verkehrsminister Herrmann dafür ins Zeug legt, so als ob es keine drängenderen Probleme gäbe als die Überdachung des Drahtesels, meine Damen und Herren, als ob unser Seelenheil davon abhängen würde. Wenn man den Herrmann so hört, hat man das Gefühl, da spricht der Vorsitzende der grünen Glaubenskongregation, meine Damen und Herren. Und dann, meine Damen und Herren, das gestörte Verhältnis der Grünen zum Eigenheim. Ausgerechnet in Baden-Württemberg, ausgerechnet bei uns im Land der Häuslebauer. Als allererste Maßnahme haben Grün-Rot die Grundsteuer erhöht. Dann wird, wo es irgendwie geht, in den Kommunen das Bauland verknappt. Dabei wird den jungen Menschen der Erwerb von Eigentum erschwert. Ja, für Menschen, die eher politisch links stehen, meine Damen und Herren, mag das ja sein. Die wollen vielleicht, dass die Menschen lieber in Mietwohnungen wohnen, lieber in Mehrfamilienhäusern wohnen zur Miete und kein Eigentum bilden. Aber wir wissen doch, dass sich die Menschen um ihre eigenen Dinge, um ihr Eigentum mehr kümmern als um fremde Dinge. Und deshalb wollen wir, dass wir ein Land sind, in dem jeder Mensch, der es will, auch Eigentum bilden kann. Ja, meine Damen und Herren, wir sind für Privateigentum. Dafür stehen wir. Und wenn wir schon keine große Steuerreform hinkriegen ohne Entlastung der Bürger, dann sollte man wenigstens mal drüber nachdenken, ob die erste eigengenutzte Immobilie wieder von der Steuer abgezogen werden darf. Ich kann Ihnen versichern, die FDP will, dass die Menschen Eigentum haben, meine Damen und Herren. Wir wollen Lebenschancen sichern, wir wollen neue Entwicklungschancen ermöglichen. Verteilt werden kann doch nur, was zuvor erwirtschaftet wird. Deshalb setzen wir grün-roter Verzichtsideologie die Offenheit und den Fortschritt und unser Konzept des nachhaltigen, des blauen Wachstums entgegen. Die großen Herausforderungen Umwelt- und Klimaschutz, Kampf gegen Hunger und Armut weltweit lassen sich nur durch eine Fortschrittsstrategie meistern. Umweltschutz erfordert doch gerade Technologie und Innovation. Umweltschutz erfordert doch gerade Forschungsfreiheit. Die Grundvoraussetzung dafür schafft eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Diese ist mehr denn je auf eine leistungsfähige Infrastruktur angewiesen. Umso verheerender ist, wenn das Land Straßenbaumittel des Bundes in großem Umfang nicht abruft. Land auf, Land ab, meine Damen und Herren. Unsere Gemeinderäte wissen das doch. Unsere Ortsverbände kämpfen doch dafür, dass die Umgehungsstraßen endlich kommen. Wie viel Lärm- und abgasgeplagte Bürgerinnen und Bürger warten nicht nur in Horb seit vielen Jahren um eine Umgehungsstraße, auf eine Neckartalbrücke, auf einen Tunnel. Und jetzt stellt er vor, es gibt Geld vom Bund und der Herrmann gibt es zurück. Schon unglaublich. Die Kritik kommt ja auch schon aus den eigenen Reihen. Wenn Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn seinen Parteifreund Winnie Herrmann auffordert, die Frage des Filterbahnhofs endlich in Gesprächen zu thematisieren, oder
wenn das für Arbeitgeber und Arbeitnehmer wichtige Jobticket in der Region Stuttgart nicht vorankommt, weil sich Winne Herrmann lieber mit seinem Lieblingsthema beschäftigt, nämlich der Einführung einer City-Maut in Stuttgart. Ich finde, zumindest in diesem einen Fall hat Fritz Kuhn recht, wenn er sagt, eher werden auf der Rückseite des Mondes Häuser gebaut, als dass in Stuttgart eine City-Maut eingeführt wird. Liebe Parteifreunde, ich danke Jochen Hausmann und der Landtagsfraktion der FDP mit Uli Rühlke an der Spitze, die ein Infrastrukturimpulsprogramm vorgelegt hat mit einem Volumen von 1 Milliarde, das wir in Straßen, das wir in Internet investieren wollen. Denn, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir brauchen in Baden-Württemberg, um die Zukunft zu gewinnen, eine leistungsfähige Infrastruktur. Wir wollen schnelles Internet für jeden, und zwar flächendeckend. Fahren Sie doch mal nach Finnland. Ich war jetzt mit einer Unternehmerdelegation aus dem Ländle dort. Das ist genial. Du steigst aus, im Bus hast freies WLAN, du hast Übertragungsraten zu Tarifen, von denen unsere jungen Start-ups hier in Stuttgart nur träumen könnten, meine Damen und Herren. Und was ist bei uns? Im Ballungsraum kann es noch gehen, aber fahren Sie mal in den ländlichen Raum. Der ländliche Raum ist da mau. Und das haben wir doch schon erlebt. Was bedeutet denn das konkret, meine Damen und Herren? Das heißt konkret, dass kleine Familienhotels, wie in diesem Sommer geschehen in Freudenstadt-Kniebis, in richtig große Probleme kommen, wenn dauernd das Internet ausfällt, aber 80% der Gäste übers Internet online buchen wollen. Und meine Damen und Herren, das ist ja nicht bloß das Familienhotel, das ist jeder, der Architekt, die Ärztin, braucht doch ein leistungsfähiges Internet. Und die Landesregierung? Fehlanzeige. Statt eines selbsternannten Internetsministers Bonde brauchen wir in Baden-Württemberg endlich eine Breitbandstrategie, die diesen Namen verdient hat, meine Damen und Herren. Ja, liebe Freunde, wir wollen eine Gesellschaft, in der die Menschen stolz sind auf das Geschaffene, auf ihre eigene Leistung und dabei die gute Bildung auch nicht vergessen, die die Werte für die kommenden Generationen hochhält. Unser Ziel im Leitbild lautet, beste Bildung der Welt. Manche sagen, beste Bildung der Welt, da nehmt er den Mund ziemlich voll. Manche sagen, das ist zu ambitioniert. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ja, dieses Ziel, beste Bildung, ist ambitioniert, aber das muss doch auch unser Anspruch sein. Was ist denn Baden-Württemberg? Wir bauen die besten Fahrzeuge der Welt. Wir bauen die besten Maschinen und Anlagen der Welt. Wir entwickeln nicht nur in Tuttlingen und in Pforzheim, sondern auch anderswo die beste Medizintechnik der Welt. Und deshalb dürfen wir uns nicht mit Mittelmaß in der Bildung zufrieden geben, meine Damen und Herren. Und genau deshalb hat die FDP-Landtagsfraktion mit Dr. Tim Kern und Uli Rühlke die Initiative für den Schulfrieden in Baden-Württemberg ergriffen. Beste Bildung heißt für die FDP, dass das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht. Die vergangenen 3,5 Jahre grün-roter Bildungspolitik haben gezeigt, alle am Bildungswesen Beteiligten brauchen dringend mehr Planungssicherheit. Die konkrete Bildungssituation vor Ort darf eben nicht länger zum Spielball der politischen Großwetterlage im Landtag in Stuttgart werden. Unsere Initiative zum Schulfrieden heißt nicht, dass wir mit der grün-roten Bildungspolitik jetzt einverstanden wären. Im Gegenteil, das Radikale, das Überhastete, das teilweise stark undurchdachte, schlecht vorbereitete Umflügen der Bildungslandschaft durch die grün-rote Landesregierung schreit gerade dazu danach, dass wieder mehr Verlässlichkeit in die Bildungspolitik kommt. Kommunen können als Schulträger nur vernünftig investieren, wenn die Zukunft der Schulstruktur wieder verlässlicher ist. Unser Ziel, meine Damen und Herren, als FDP ist möglichst viel Entscheidungsfreiheit vor Ort. Um diese Wahlfreiheit zu gewährleisten, darf es bei der Ressourcen- und Mittelausstattung durch das Land allerdings keine Asymmetrien geben, keine goldenen Zügel, durch den dann durch die Hintertüre das jeweils ideologische gewünschte Schulmodell wie bei der Gemeinschaftsschule favorisiert wird. Ja, meine Damen und Herren, die Gespräche zum Schulfrieden,
Die Einladung des SPD-Landesvorsitzenden Nils Schmid haben wir angenommen. Wir sind ergebnisoffen und ohne Vorbedingungen in das Gespräch gegangen. Und ich kann an dieser Stelle Ihnen berichten, meine Damen und Herren, das erste Gespräch war sehr konstruktiv. Wir werten es als Erfolg, dass sich die Vertreter der Grünen und der SPD zum ersten Mal unmissverständlich zum hervorragend ausgebauten Förder- und Sonderschulwesen bekannt haben. Ja, meine Damen und Herren, Patrick Meinhardt weiß das, Bildungspolitik, da ist Inklusion in aller Munde. Und wir wollen das, dass Menschen mit Behinderungen voll teilnehmen können an allem in unserer Gesellschaft. Inklusion, das ist das, vor was Liberale stehen. Aber meine Damen und Herren, ich konnte vor wenigen Wochen in Stuttgart die Nikolauspflege besuchen. Das ist eine exzellent ausgebaute Sonder- und Förderschule für Menschen mit Sehbehinderungen, für Blinde. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, meine Damen und Herren, dass es uns jemals gelingen wird, flächendeckend im ganzen Land Baden-Württemberg überall eine so exzellente Ausbildung für Menschen mit Sehbehinderungen an jeder Schule hinzukriegen wie an der Nikolauspflege. Und deshalb, meine Damen und Herren, wollen wir, dass die Eltern auch in Zukunft selber entscheiden können, wo sie ihre Kinder hinschicken können, dass die Schüler selber entscheiden wollen, ob sie in solche Förderschulen gehen. Deshalb sind wir dagegen, dass solche Förderschulen kaputt gemacht werden wie in Rheinland-Pfalz durch Rot-Grün. Das ist beste Bildung der Welt, meine Damen und Herren. Das ist Chancen für jeden. Die FDP ist dafür, meine Damen und Herren, dass diese Wahlfreiheit ausgebaut wird, und wir wollen einen Beitrag mit dem Schulfrieden dazu leisten, in den Gesprächen auszuloten, ob es nicht doch gelingt, einen Konsens in der Bildungspolitik, einen Grundkonsens in der Bildungspolitik in Baden-Württemberg zu erreichen. Der Landeselternbeirat fordert es, die Wirtschaftsverbände fordern das. Die Lehrerverbände haben es satt, dass ideologische Diskussionen als Stich quer durch die Klassenräume gehen. Die wollen Planungssicherheit. Und deshalb verstehen wir nicht, dass die CDU bisher bei den Gesprächen ferngeblieben ist. Wir als FDP finden das bedauerlich, weil die CDU als größte Partei zu diesen Gesprächen dazu sollte. Im Unterschied zur CDU sind wir als FDP auch nicht für ein Moratorium bei den Gemeinschaftsschulen, und wir lehnen den von der CDU angekündigten Rollback, die angekündigte Rückabwicklung bereits bestehender Gemeinschaftsschulen ab. Es kann doch nicht die Parole in unseren Schulen sein, rein in die Kartoffeln und raus in die Kartoffeln. Meine Damen und Herren, gute Schule kann an einer Gemeinschaftsschule gemacht werden. Gute Schule wird aber auch an Hauptschulen gemacht. Wir als Liberale, meine Damen und Herren, wir als Liberale sind von großer Sorge von der Ankündigung der CDU erfüllt, die Schulpolitik zum Feld zentraler Auseinandersetzung im Landtagswahlkampf zu machen. Wir wollen nicht, dass Ideologiedebatten auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. Wir freie Demokraten wollen, dass die Schulstrukturdebatte beendet und die Qualitätsdebatte eröffnet wird, meine Damen und Herren. Ja, liebe Freunde, die FDP, wenn ich das so sehe hier, wir sind quicklebendig in Baden-Württemberg. Wir sind voller Tatendrang ins Jahr 2015 gestartet. Wochen der Arbeit, der Veränderung, der Modernisierung unserer Partei liegen hinter uns. Wir haben in zwei extern moderierten Landesvorstandssitzungen Ziele definiert. Wir haben Projekte definiert, und die ehrenamtlich tätigen Landesvorstandsmitglieder haben begonnen, diese Projekte auch umzusetzen. Und ich möchte mich an dieser Stelle als Landesvorsitzender bei unseren ehrenamtlichen Landesvorstandsmitgliedern bedanken. Sie stecken viel Zeit,
viel Engagement und viel Herzblut hinein in die Veränderung und Modernisierung unserer Partei. Dankeschön. Und meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir haben an dieser Stelle vor einem Jahr mit wichtigen Satzungsänderungen den Weg zur Bürger- und Mitmachpartei gemacht. In diesem Jahr haben wir den ersten Mitgliederantrag auf der Tagesordnung. Und wir haben die Satzung geändert, damit wir eine Mitgliederbefragung machen können beim Landesvorsitz, dass wir eine Mitgliederentscheidung machen können bei der Fragewahl des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Sofern der Landesparteitag, was wir als Landesvorstand beantragen, heute beschließt, dann kommen Mitgliederbefragung und Mitgliederentscheid in der FDP Baden-Württemberg im Jahr 2015 zum Tragen, wenn jeweils mehr als ein Kandidat, als eine Kandidatin zur Verfügung steht bzw. nominiert wird. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, Sie haben mich vor etwas über einem Jahr auf dem Landesparteitag in Filderstadt zu Ihrem Landesvorsitzenden und Dr. Hans-Uli Rühlke zu meinem ersten Stellvertreter gewählt. Wir sind eine Doppelspitze mit einer klaren Rollenverteilung, die sich bewährt hat. Uli Rühlke macht das Land, Michael Theurer macht Europa und Bund, meine Damen und Herren. Und lieber Uli, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die exzellente Zusammenarbeit bedanken. Und ich bin der festen Überzeugung, du bist der richtige Spitzenkandidat der FDP Baden-Württemberg für die Landtagswahl im Jahr 2016. Es gab schon. Danke. Ja. Auf meinen Vorschlag hat der Landesvorstand Dr. Hans-Ulrich Rühlke für die Wahl des Spitzenkandidaten nominiert. Und meine Damen und Herren, ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich Rühlke, mit Jochen Hausmann, Dr. Tim Kern, Dr. Fritz Bullinger, Dr. Andreas Glück, Professor Dr. Uli Goll und Nico Reit hat die FDP im Landtag die schlagkräftigste, die echte und die konstruktive Opposition. Viele schreiben schon, aber noch mehr Bürgerinnen und Bürger müssen das jetzt wissen. Und deshalb, liebe Freunde, ein herzliches Dankeschön an die tolle Arbeit unserer Landtagsfraktion. Ihr leistet Großartiges. Ihr leistet Großartiges. Aber jetzt, liebe Freunde, um was geht's jetzt? Jetzt geht's ran an die Arbeit. Heute hier in Stuttgart, aber dann raus ins Land, ins Gespräch mit den Menschen. Wir werden es, um mit Walter Döring zu sagen, wir werden das Land umpflügen. Wir werden jeden Stein umdrehen. Wir werden die Straßenseite überqueren, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, wie Obama. Yes, we can, das können wir auch. Raus! Dort, wo wir vor Ort sind, da werden wir auch gewählt. Lasst uns die Menschen fragen, was sie bewegt. Lasst uns Persönlichkeiten gewinnen als Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl, die hohes Vertrauen genießen, die in Kommunalparlamente gewählt wurden. Und lasst uns eine Kampagne machen, die sich gewaschen hat. Auf uns in Baden-Württemberg kommt es an. Wir sind das Stammland der Liberalen. Jetzt geht's los und gemeinsam werden wir es schaffen.